Hallo Freunde, heute begeben wir uns auf Spurensuche nach einem ehemaligen Förderturm, dem Adolfschacht. Dieser befindet sich in einem Waldstück bei Bad Ems und ist relativ gut getarnt. Kommt also mit mir mit zu diesem Kulturdenkmal und seht und erfahrt so einiges mehr darüber. Direkt nach dem Intro geht es weiter. Hallo Freunde und herzlich willkommen aus einem Waldstück bei Bad Ems. Wir befinden uns auf dem Berg Blößkopf. Gerade im Bereich Bergbau ist dieses Gebiet sehr interessant und bedeutend gewesen. Dazu aber gleich mehr. Heute wollen wir uns einmal auf die Suche nach dem sogenannten Adolfschacht machen. Dieser ist trotz seiner Größe relativ gut versteckt und das obwohl er direkt an einem Waldweg liegt. Wieso das so ist, seht ihr gleich selbst. Wenn ihr ganz genau hinschaut, könnt ihr im Hintergrund leichte Umrisse eines großen Gemäuers entdecken. Durch die vielen Bäume mit ihren blühenden Blättern hat sich der Adolfschacht gerade um diese Jahreszeit sehr gut getarnt. So ist er schnell übersehen und man geht dem Hauptwaldweg nicht wie wir von oben kommend nach links in den Nebenweg hinein, sondern stupide geradeaus herunter und verpasst somit dieses Denkmal. Leider konnte ich kaum Informationen über den Adolfschacht finden. Lediglich eine kleine Tafel am Gemäuer gibt uns einige Informationen dazu. Der Adolfschacht ist heute ein eingetragenes Kulturdenkmal. Er war einst ein steinerner Förderturm und steht über dem 250 Meter tiefen Schacht der Grube Pfingstwiese. Er wurde im Jahre 1871 in Betrieb genommen, bereits 39 Jahre später wurde der Betrieb aber wieder eingestellt. Er wurde daraufhin als Wetterschacht benutzt und hatte somit die Aufgabe, das Bergwerk mit frischer Luft zu versorgen. Im Jahre 1936 wurde zusätzlich eine Hilfsförderung eingebaut. Auch im hiesigen Internet fand ich leider nicht viel mehr zum heutigen Kulturdenkmal. Ich vermute aber, dass es einige Informationen dazu im Bergbaumuseum in Bad Ems gibt. Da müsste ich mal bei Gelegenheit nachschauen und weiter recherchieren. Recherchieren ist auch hier wieder ein gutes Stichwort. Denn bei meiner Recherche habe ich noch so einige weitere Spuren gefunden. Es gibt somit noch in der Nähe einige Stolleneingänge und ähnliche Überbleibsel. Einen vermeintlichen Eingang habe ich letztens bereits sogar finden können, diesen blende ich euch jetzt mal kurz ein. Diesen will ich in Zukunft mal genau erkunden und dort hineingehen. Natürlich nehme ich euch wieder mit auf diese Reise und bringe mein Gesehenes und Entdecktes wieder in Form eines Videos für euch online. Aber nun wieder zurück zum Adolfschacht. So wie es ausschaut, verfügt der ehemalige Förderturm über 3 Etagen zusätzlich des Dachgeschosses. Die steinerne Struktur ist an vielen Stellen noch erstaunlich gut in Schuss und bietet uns somit eine gute Vorstellung, wie dieser Teil des Gebäudes einst ausgesehen hat. Achtung! Der Bereich des Denkmals ist abgesperrt und darf nicht betreten werden. Zum einen besteht hier die Gefahr, sich zu verletzen, zum anderen ist der Bereich, wie eben bereits erwähnt, ein Denkmal. Nicht nur Steine können vom Bauwerk herabfallen. Wir erinnern uns, unter dem Adolfschacht ist ein 250 Meter tiefer Schacht nach wie vor am Bestehen. Ansonsten sehen wir neben dem Denkmal noch einige Grundmauern, die das Gebiet umschließen. Ob diese lediglich Abgrenzungsmauern waren oder es sich hierbei um Teilstücke weiterer Gebäude handelt, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht hat ja einer meiner Zuschauer weitere und genauere Informationen über den Adolfschacht oder weiteren besonderen Sachen in diesem Gebiet. Wenn dies der Fall sein sollte, dann schreibt es doch sehr gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, noch einiges mehr darüber zu erfahren und ich denke auch, der ein oder andere Mitlesende oder Mitschauende ebenfalls. Neben den eben erwähnten Stolleneingängen und ähnlichen gibt es auch in der Nähe die Überreste eines römischen Hüttenwerkes zu finden. Im Gegensatz zum Adolfschacht steht dort eine große und ausführliche Informationstafel, die uns viele spannende Details zum Hüttenwerk nennt. Wer darüber mehr erfahren möchte, kann sich gerne unten in der Videobeschreibung das entsprechend verlinkte Video von mir ansehen. Zudem soll es in der Nähe im Waldgebiet auch noch einen sogenannten Brandlochschacht geben. Auch hierbei handelt es sich um ein Kulturdenkmal in Form eines großen Schornsteins mit einem weiteren Bauwerk in seinem Umfeld. Auch hiernach werde ich mich in der nächsten Zeit mal auf die Spurensuche begeben, mich genauer umsehen und das Ergebnis auch wieder auf Video festhalten und für euch auf meinem Kanal veröffentlichen. Ihr seht also, dass ich dieses Gebiet immer mal wieder Stück für Stück quasi auf den Kopf stellen werde und für euch in Zukunft noch so einiges aus dieser Umgebung zu sehen sein wird. Ansonsten eignet sich die gesamte Umgebung sehr gut zum Spazieren,
Wandern und weiteres. Es gibt sehr viele Wanderwege oder kleine Trampelpfade und immer mal wieder etwas Interessantes zu entdecken. Da wir uns auf einem Berg befinden, geht es natürlich auch regelmäßig mal mehr oder mal weniger steil hoch und runter und an gewissen Stellen sind die Wege sehr verwachsen oder auch sehr schlammig. Also denkt an entsprechendes Schuhwerk, wenn ihr mal dort sein solltet. Außerdem gibt es noch einen eigenen Wanderweg, der entlang der vielen Bergbauspuren der Geschichte in diesem Gebiet vorbeiführt. Diesen kann man im Internet oder auch an einigen Tafeln im Umkreis vorfinden. Der Weg ist dementsprechend auch in regelmäßigen Abständen gekennzeichnet. Ich selbst bin den kompletten Weg aber noch nicht gegangen, werde es aber auch in der Zukunft einmal nachholen. Eben dieser Wanderweg hat gute 5,6 Kilometer Strecke und wird mit einer mittleren bis schweren Schwierigkeitsstufe angegeben. Vielleicht werde ich auch ein separates Video nur über diesen Wanderweg und seine Stationen mal in Zukunft für euch aufnehmen und auch wieder, wer hätte es gedacht, auf meinem Kanal veröffentlichen. So, jetzt habe ich definitiv genug geredet. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich euch leider nicht allzu viele Daten zum Adolfschacht nennen konnte. Wenn ihr auch in Zukunft keines meiner Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ich freue mich über jedes nette Kommentar, jedes Like und jedes Teilen. Aber ich bin natürlich auch immer für konstruktive Kritik offen. Scheut euch also auch nicht, diese mir mitzuteilen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in meinen zukünftigen Videos wieder. Bis dahin bleibt mir nur noch eins zu sagen. Macht's gut und bis bald.